es aber nicht grundsätzlich Sinn, eben immer wieder in die gleiche Firma zu investieren, wenn ich ja grundsätzlich davon ausgehe, dass die Firma gewisse Werte widerspiegelt, die ich in dem Sinn mehr damit möchte identifizieren. Macht es nicht Sinn, genau eben auch wieder Aktien zu kaufen? Es macht Sinn in zwei Situationen, wenn du weniger hast als 5% von deinem Gesamtportfolio. Also wenn du schon so breit aufgestellt bist. Wenn du schon so breit aufgestellt bist, dann kannst du durchaus weiter wieder investieren. Oder wenn du spekulierst. Also du wirst jetzt Erfahrungen aufbauen und du wirst garantiert irgendwann mal wieder spekulieren. Und ich sage dir, du 10% auf die Seite und setzt das alles auf eine Karte. Das macht Spass. Oder? Wir sind ja da, wir sind auf dem Leben, damit wir Freude haben am Leben. Aber das ist nicht deine Altersvorsorge. Oder? Das ist dann Spielmoney, Spielgeld. Und dann kannst du durchaus sagen, ich investiere nur in die Firma. Ich glaube das. Ist es nicht ein gewisses Risiko, dass du gleichzeitig deine Altersvorsorge und in dem Sinn eben gleich ein gewisses Traden oder Gamblen oder wie auch genau. immer, dass das kannst du vermischen? Das ist schon du solltest es trennen. Also du solltest es trennen, ich würde es auch physisch trennen, ist vielleicht ein zweites Konto. Okay. Und du sagst, da sind 10% von meinem Vermögen drin und ich weiss, die kann ich komplett verlieren und dann gehe ich voll Risiko, dann kaufe ich auch eine kleine Firma, oder, wo zum Beispiel ein Gerät macht, das du selber brauchst und du sagst, hey, die ist so gut. Ja. Oder? Und die ist noch nicht teuer bewertet und aus dem und dem Grund, vielleicht hat man einen CEO-Wechsel, aber der neue ist fantastisch, ich kenne ihn. Du kannst alles draufsetzen, die ganzen 10% und vielleicht wäre es dann 100%. Mhm. Dann musst du aber wieder überlegen, es ist plötzlich die Hälfte von meinem Vermögen. Oder? Mhm. Also 100% kann er nicht werden, weil du hast immer noch aber gleich viel wie zum Beispiel deine Altersvorsorge, dann musst du plötzlich sagen, okay, jetzt ist es ein bisschen viel. Aber dort siehst du klar, das sind zwei verschiedene Gefäße und es sollte auch getrennt sein. Trennen. Wirklich trennen. Spekulieren, trennen von der Altersvorsorge.